Das hatte Stefan Veiten sich anders vorgestellt. Als Spielertrainer hatte er um Entlastung auf diesem Posten gebeten. Der frühere Nationaltrainer Marc de Vos sollte es richten, doch stimmte die Chemie nicht mit der Mannschaft. Bis auf Weiteres muss nun doch Stefan Veiten ran, unterstützt vom Urgestein der Rollerbulls, Juan Bernal. Denn auch der 55-Jährige hat ja Erfahrung satt. Ich habe immer schon für die Rollerbulls gespielt, erst in Lüttich, dann hier in St. Veit. Es sind gut und gerne 35 Jahre her, seit ich mit diesem Sport angefangen habe. Er ist auch dieser Typ, der eine Mannschaft mitreißen kann und das ist auch wichtig. Und unter diesen Voraussetzungen war ich auch bereit, es nochmal zu machen. Nichtsdestotrotz, wir sind auf der Suche nach einem anderen Trainer. Aber auch, wie gesagt, so lange werde ich auf jeden Fall mein Bestes versuchen mit Jür im Rücken und der Mannschaft auf jeden Fall im Rücken. Nach den Abgängen von Christoph Pasch, Sam Bader und Christoph Van Hucke mussten die Rollerbulls umdisponieren. Der 57 Jahre alte De Vos soll nun als Spieler aushelfen. Ebenso wie der noch nicht einmal 24-jährige Jono Van Rompuy. Die Rollerbulls sind durch ihre Sonderstellung ein Sammelbecken für junge Spieler aus dem Landesinneren geworden. In Belgien spielt nur noch eine Handvoll Mannschaften die Meisterschaft aus. Die Bundesliga ist zwar ein anderes Kaliber, das zeigt den Jungen aber, dass man ein gewisses Niveau erreichen und, wie bei einigen der deutschen Mannschaften, sogar seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Zu den Mannschaften, die den Rollstuhlbasketball auf professionellem Niveau angehen, gehören die BG Baskets aus Hamburg, die sich vom HSV ausgegliedert haben. Mit hohem Pressing und mit bärenstarken Leuten wie den beiden Japanern Kosai oder Fujimoto zeigten sie den Rollerbulls gleich, wo der Hammer hängt. 10-21 steht es nach dem ersten Viertel. Wir haben das Leben natürlich auch zum größten Teil selbst schwierig gemacht. Ich fand eine unheimliche Nervosität in der Mannschaft anfangs, vor allem im ersten Viertel, wo wir wirklich einen Teil mehr Punkte hätten machen können, wo sehr viele einfache Dinge vorbeigegangen sind. Unsicher mit dem Ball, unsicher besser. Okay, im zweiten Viertel muss man Hamburg einfach großes Lob aussprechen. Ein unheimlich aggressiven Pressing, wo wir, ich will nicht sagen chancenlos waren, aber es doch unheimlich schwer hatten. Okay, da bist du natürlich direkt 20 Punkte hinten dran in der Halbzeit. 22 Punkte Rückstand sind es genau beim Seitenwechsel. Auch die Hereinnahme von Routinier Juan Bernal kann nur zur Ergebniskosmetik beitragen. Ich will natürlich versuchen, meine Erfahrung einzubringen auf und neben dem Spielfeld. Immerhin ließen die Rollerbulls den Kopf nicht hängen und mühten sich redlich, den Schaden in Grenzen zu halten. So konnten sie das abschließende Viertel halbwegs ausgeglichen gestalten. Ich bin doch glücklich mit einem, dass die Mannschaft sich wirklich bis zum Ende hat nicht aufgegeben, es versucht hat, auch wenn der Gegner von Anfang an stärker war. Das wussten auch die Fans der Rollerbulls zu honorieren. Sie sind spätestens in 2 Wochen wieder da, beim nächsten Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Kaiserslautern.